Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bloodborne No Level Up Challenge. Ich bin eigentlich im Traum des Jägers gestartet und deswegen habe ich mich jetzt hier nochmal hinbegeben. Ich bin der Meinung nämlich, dass wir hier stehen geblieben sind. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr ganz so genau. Wir machen jetzt den nächsten Boss. Und zwar wäre dies Pater Gascoigne. Jetzt kommen wirklich beide. Okay, der hat mich zum Glück nicht getroffen. Glück im Unglück, würde ich sagen. Ach, scheiße. Von der Treppe aus kann ich keinen Eingeweideangriff durchführen. Weil der eine andere Position hat als ich. So, jetzt aber. Der Spielton ist an sich lauter. Ich habe jetzt, laut genug, meine ich. Ich habe jetzt mich nur ein bisschen lauter noch gemacht. Ein bisschen, ja, um 3 Dezibel. Das dürfte eigentlich genügen. Falls nicht, dann muss ich mich nochmal lauter machen. Ich werde aber heute eh 2 Folgen aufnehmen, einfach weil ich es kann, weil ich die Zeit dafür habe. Und ja, muss natürlich auch immer auf die Zeit achten. Nach dem Boss wird es wahrscheinlich dann eher so sein, dass ich dann den Part schon beenden werde. Es kommt darauf an, ob wir den jetzt zuerst schaffen schon oder nicht. So, und hier, wenn wir auf der Brücke sterben, warum muss ich das eigentlich noch erklären? Guckt euch mein Let's Play dazu an. Dann seht ihr sowieso alles. Ach komm, geht drauf, ey. Ich habe vergessen, dass man nicht blocken kann in dem Spiel. Ich wollte eigentlich gerade die ganze Zeit blocken. Ich gucke nur, ob es synchron ist, aber es ist synchron. Das ist gut. Hätte ja sein können, dass wieder sonst was ist. War zwar nicht mein Plan, aber ich habe wenigstens mein Leben zurückbekommen. Von daher passt das schon. Ah, so. Die PS4, ne, die ist so unfassbar laut. Ey, wirklich, es ist mittlerweile schon in jedem Part so, dass ich das sage. Aber es geht halt nicht anders. Ach ja, die gibt's ja auch noch. Hier stimmt ja. Scheiße, ich wollte doch... Oh, ich wollte mich doch anschleichen. Aber an sich sind die Gegner eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen. Also da ist jetzt keiner wo ich jetzt sage, boah, der hatte aber ganz schön viel Leben. Ah ja, Zeichen eines starken Jägers ist quasi unser Homebone. Ja. Den werde ich jetzt auch mal, die Lampe nehme ich eh nicht. Den werde ich jetzt auch mal hier einsetzen. Denn falls es brenzlig wird, kann ich mich ja immer noch raus teleportieren. Aber eigentlich ist das nicht nötig. So, die Cutscene, die jetzt kommt, die werde ich jetzt auch einfach gekonnt überspringen. Because... Wir kennen sie und falls nicht, let's play. So. Da ist auch schon der Pater Gascoigne, Mensch. Du alte Socke. Scheiße, ich wollte. Hey, du bist eine Sau, Alter. Noch eine nehme ich mal. Ey. Ich hab doch. Den Eingeweideangriff gemacht. Also nicht den Eingeweideangriff, sondern den Schuss dafür. Geht doch, meine Fresse. Der zieht nämlich gar nicht mal so wenig ab eigentlich. Normalerweise mache ich das halt so immer. Mann, ey. Ich glaube, ich darf nicht mehr darauf spielen. Aber ich will es nochmal machen. Ja! Geht doch, ey. Jetzt lass mich in Ruhe mal in meine Fiole nehmen hier. Nein, jetzt habe ich die letzte Kugel aus Versehen verschwendet.
Das war ein bisschen knapp. Oh nein, jetzt wird er zur Bestie. Ja, das gibt es auch noch. Der wird halt ein bisschen nervig. Wir sehen nichts mehr. Die Kameraperspektive gerade eben hat mich schon oft das Leben gekostet. Oh, scheiße, was mir fällt. Eigentlich ist er gar nicht so schwer. Und tot ist er. Ich hätte den locker besser machen können, wenn ich nicht so oft auf die auf den Allgeweiderangriff gespielt hätte. So, jetzt haben wir einen Grabschlüssel bekommen. Wir wissen ja, was wir damit machen. Aber erstmal Knips, Lampe an. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich dies nicht tun. So, bevor wir aber die Tür hier öffnen, gibt es hier nämlich ja noch was. Das wissen wir ja auch noch. Nämlich diesen roten Edelstein. Den können wir ja aufbrechen für einen Blutedelstein, was wir jetzt auch sofort machen werden. Oder wir hätten es halt dem Mädchen am Fenster geben können, um zu sagen, ey, tut mir leid, aber deine Mutter ist tot. Und das werden wir jetzt aber nicht machen, weil das ist unwichtig für unsere Challenge. Das habe ich, glaube ich, im Let's Play gemacht, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, oder? Habe ich das da gemacht? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Wir machen ihn auf jeden Fall auf. Verwenden. Yep. Zack. So, jetzt haben wir einen Blutedelstein. Diese Blutedelsteine können wir perfekt benutzen, um unsere Waffe aufzurüsten. Nee, können wir noch nicht. Stimmt ja, wir haben noch nicht das Blutedelstein-Werkzeug. Ah, das habe ich vergessen. Das habe ich einfach mal vergessen. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher wir das bekommen. Ah, kacke. Moment, das müssten wir eigentlich bald bekommen. Ich glaube, das bekommen wir sogar noch in dieser Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Die Folge ist zwar eh gleich vorbei, aber ich glaube, die kriegen wir noch. Das dauert nicht mehr lange. Das ist, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, die Treppe nach oben laufen, durch die Wendetreppe am Ende des Ganges... An der Tür, die zu einer Cutscene führt, in die Kathedrale des Abgrunds. Nee, Quatsch, das war Dark Souls 3, ups. Auf jeden Fall in eine Kathedrale. Da müsste dann das Werkzeug sein. Passt auf, ich zeig's euch. Ich hoffe, ich hab recht. Es wäre dann ziemlich peinlich, wenn nicht, weil eigentlich kenne ich das Spiel fast schon in- und auswendig. So, Tür geöffnet. Hier kommen keine Gegner, also ich kann durchlatschen. Da ist die Leiter, von der ich sprach. So, hier den Gang durch und da ist auch schon dann wieder die Wendetreppe. Und hier ist auch unsere erste Truhe. Hier müsste das Werkzeug eigentlich sein. Ja, Blutedelstein-Werkstattwerkzeug. Jawohl. Da ist die Tür, die zu einer Cutscene führt, die wir aber auch getrost überspringen. Und wo sind wir nun? Richtig, bei diesen komischen Typen hier, aber mit denen reden wir jetzt gar nicht. Der ist nicht wichtig für uns. Ich muss jetzt mal nachdenken. Für den nächsten Boss, das ist die bluthungrige Bestie. Ich weiß, man könnte ihn noch anders machen, aber ich möchte versuchen, mit dem Bild, was ich jetzt habe, mit den 15 Stärke, möchte ich gucken, ob ich das Schwert benutzen kann. Ich denke nicht, aber es könnte auch sein, dass es doch so ist. Falls nicht, dann war es halt der Boss umsonst, weil den kann man eigentlich auch später machen. So, aber ist jetzt auch egal. So, was gibt es denn? Physischer Angriff und Wiedergewinnungspotenzial? Keine Ahnung, oder prozentual. Das Gute an diesen runden Blutedelsteinen ist, dass sie, also an diese Tropfen, dass man sie in jede Form einwenden kann. In Stern, Mond und Dreieck. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn sonst hätten wir das jetzt ja gerade nicht machen können. Sonst hätten wir das nicht machen können. Ich weiß auch, dass 15 Minuten, also maximal 15 Minuten, wenn nicht sogar 14 Minuten 59, sage ich jetzt mal, dass das eigentlich ziemlich wenig ist für Bloodborne.
Aber man muss bedenken, ich zeige nicht alles. Naja, theoretischerweise schon, weil ich ja die ganzen Gegner kille. Aber die Challenge kann auch genauso schnell vorbei sein wie, ja, wie meine Lust an dem Spiel. Weil wenn ich auch keinen Bock mehr habe, dann kann ich auch sagen, die Challenge lasse ich jetzt. Ich bin so weit gekommen, es reicht für mich. Aber ich werde natürlich so lange spielen, wie es geht. Wie es für mich geht. Ich habe Spaß gerade an dem Spiel. So, komm raus. Komm, mach deinen Angriff. Die haben schon ein bisschen mehr Leben, aber sind auch noch keine Gefahr eigentlich. Aber früher hat er mich echt erschrocken. Also Bloodborne hat auch so hat ganz schön viele Horrorelemente. Hat zwar Dark Souls auch, aber Dark Souls macht es eher ungewollt. Bei Bloodborne ist es halt schon so geskriptet, dass es erschrecken soll. Komm, geh mir nicht auf den Sack, ey. Aber ich finde, ich muss sagen, jetzt wo ich das erstmal das Sägehacke bei richtig spiele, es macht doch ganz schön Bock eigentlich. Es ist schnell. Oh, der Typ ist auch ätzend. Aber auch teilweise ziemlich stark, wie ich finde. Es ist jetzt nicht schwach. Ja, die gehen jetzt beim dritten Schlag zurück. Da seht ihr. So mini, ganz, ganz kurz gestunt. Ja, der Holzschild, der ist für uns nicht interessant, denn das ist quasi ein Markenzeichen dafür, also ein Zeichen dafür, dass Schilde in diesem Spiel nichts bringen. Ich glaube, der Niederangriff geht durch das Schild durch. Ich glaube, das war irgendwie so. Ja, und die Typen hier, die können auch noch ganz schön scheiße werden. Aber auch nur, wenn man genug Einsicht hat. Und Einsicht bekommt man, wie ihr oben seht, auch durch Bosse. Also müssen wir die eigentlich so schnell wie möglich ausgeben. Denn wenn die Einsicht steigt, und zwar ich glaube auf 40 war das oder auf 35, dann kriegen die Gegner hier, also ich glaube jeder Gegner kriegt dann nämlich mehr Angriffe. Teilweise auch ganz schön assige Sachen. Ich verlaufe mich hier noch im Grabe. So, wir haben jetzt auch ein neues Ausrüstungsset bekommen. Ist aber gegen physisch nicht so geil. Nein. Ist genau dasselbe. Ist genau dasselbe. Nee. Wir lassen mal unser Outfit. Ja gut, da würde ich mal sagen, mache ich jetzt hier den Cut an diesem wunderschönen Brunnen. Wir sehen uns im nächsten Part von Bloodborne No Level Up Challenge. Haut rein. Und ciao.